Willkommen zurück zu Ape Escape 3. Nur ist an der Zeit, wieder in die alten Welten zu gehen. Spectre ist besiegt, aber er konnte fliehen. Das heißt, wir müssen alle anderen Affen einfangen. Übrigens ist der rosa Affe ja auch noch da. Er konnte auch entkommen. Also schauen wir mal, was jetzt auf uns wartet. Die letzte Hochzeit. Boah, da fehlen noch echt viele Affen. What the fuck? Doch, das erklärt sich. Denn wir bekommen eine neue Verwandlung. Das Lustigste ist... Ja, es ist ein Affe. Können wir uns jetzt auch in Affen verwandeln. Richtig episch. In der Trainingszone kannst du richtiges Affenverhalten üben. Zur Trainingszone gehen? Aber sicher doch. Wissen wir, wie die ticken. Ja, kann man noch viel mehr mitmachen. Guckt euch das mal an. Das ist voll der Epic Fail hier. Hinten Reißverschluss. Joa, fällt doch nicht so auf, ne? Und das stylische Armband, ne? Und da guckt noch der Kopf raus, ja. Kann Satoru mit zum Karneval gehen? Nein, ich weiß doch, wie das geht. So, wenn wir jetzt sowas sehen in Overworld, dann können wir die Erdreitaste drücken. Der klopft, der klopft, klopft. Wer ist da? Ich bin's. Okay, das war schlecht. So, und dann kommen wir zum Affenraum. Und da sind ganz viele Affen. Und es gibt in jeder Welt einen Affenraum. Da sind die Secrets, wovon ich immer gesprochen habe. Okay, was soll man hier jetzt mitmachen? Aber man kann auch drehen. Yay! Weil irgendwann erkennen die einen, die Affen einen da doch. Dann kann man die wieder normalisieren, beziehungsweise beruhigen, indem man da rumjumpt. Ja. Affig rumjumpt vorne mit. Und ich freue mich, dass wir jetzt wieder in der ersten Welt sind. Die ist cool, chillig, einfach und nicht schlecht. Und wir kommen wieder in die alten Welten. Das ist wie bei Super Mario Galaxy mit den grünen Sternen. Bei Super Mario Galaxy 2, wo bemerkt. Muss man auch wieder in die alten Welten. Ich finde das immer cool. Früher, in der alten Ape Escapes, gab es ja dann diesen Boxhandschuh. Und mit dem konnte man ja so bestimmte Blöcke zerschmettern und so. Und da nochmal die Affen fangen. Gab es auch noch so ein Item nach Spectre, wo man nochmal in die alten Welten musste. Hier auch wieder. Aber nicht mehr mit dem Boxsack. Tja, haben sie Tradition gebrochen. Der ist ein Jäger, jeder war ein starker Krieger. Das kriege ich nicht mehr raus und ich weiß natürlich, wo das Secret ist, weil ich das Spiel kenne wie meine Westentasche. Das müsste hier irgendwo gewesen sein. Ja, man sieht es auch an der Banane. Wenn eine Banane kommt, dann sind wir nah dran. Was soll denn das? Das war auch hier oben irgendwo. Fail, zu lange nicht mehr gezockt. Ja, es war da echt oben. Verstehe jetzt nicht, wieso das nicht leuchtet. Normal muss man ja nichts machen. Das duftet dann immer so aus der Wand raus. Ja, das war auch hier. Wieso habe ich das eben nicht gesehen? Seht ihr, hab mich nicht getäuscht. Rein da. Hallo. Oh, ich bin einer von euch. Hallo, was geht? Kann ich mit essen? Alter, chill doch. Ich bin's hier. Hi. Was geht? Altes Haus. Das geht. Und tschüss, Mann! Und du auch! Und... Dame! Ach, passt doch! Kürbis! Ne, Halloween war schon. Taizo! Nicht Kaizo Mario. Taizo. Bäm! Ihr seid ja Noobs! Ist klar, in der ersten Welt noch, ne? Ey! Idiot! Idiot! Gib das wieder her, ey! Bist ja ganz fieser! Kann Kitschi! Bist mir zu kitschig, ey! Geht ja mal gar nicht! Boah, hier gibt's eigentlich nie was in den Räumen. Hose, Filmplakate, immer so ein paar nette Gimmicks, ne? In den Räumen. Ich glaube, da gibt's auch sogar Easter Eggs. Aber hier jetzt natürlich nicht. Ist ja noch die erste Welt. Blumenkörbe. Boah, hier gibt's nicht viel. Ihr seht das schon. Oh, kann man noch ein bisschen Geld holen. I like that. Ja, gehen wir wieder raus. Jetzt holen wir uns die Affen, die wir sonst nicht kriegen konnten. Weil wir die nötigen Gadgets noch nicht dafür hatten. N1. Den Affen, den kriegen wir logischerweise mit Jots Wille. Bam. 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 Alle guten Dinge sind rein. Dritte trifft. Und du bist
im Netz. Spencer. Rein in die Kirche. Oh, der ist übernommen. Ich bin so fertig. Ich weiß nicht, wer es benutzt. Jede Kunst beginnt mit einer Banane. Verfressener Sack hier. Wirst bestraft für deine Verfressenheit. Affe Clayderman. Ja, den letzten Affen, der habe ich gerade verschwänzt. Das war nicht gut. Aber der. Jetzt steht er da auf einmal. Normal hätte ich das so aktivieren müssen. Jack! Sein Frack. Hochzeitsanzug. Jetzt kannst du wieder zu deiner Frau in den Käfig gehen. Die Musik ist geil, oder? Erinnert mich an Ape Escape 1. Das ist die 100% Melodie, die werden wir noch öfter hören. Im Freispielmodus kannst du endliche Stufen erneut spielen. Ja, so habe ich das Spiel da halt immer wieder gespielt. Immer nur Freispiel. Konnte ich gleich alle Affen einsammeln und gut. Und du kannst Affen filmen, die du mit der Kamera verfehlt hattest. Ja. Was jetzt so wichtig ist. Wir haben eh, glaube ich, alle. Außer den bei China. Wo müssen wir jetzt hin? In die zweite Welt. Die Affen treffen auf die Gebrüder Grimm. Ja, da ist das Versteck ganz leicht. So leicht, wie man es so machen kann, Leute. Das wisst sogar ihr. Auch alle, die es nicht kennen. Denn logischerweise ist das Versteck direkt bei Rotkäppchen. Sowas war offensichtlich genau da. Eine Lichtung. Na. Das ist nicht sehr gut versteckt. Du, du, du. Oh my goodness. Kommt doch raus. Wo versteckt ihr euch, Mann? Ich will euch doch nur einfangen. Oh, 10. Geht doch. Oh, hier war, glaube ich, auch ein Secret-Affe. Ja. Okay. Hier müssen wir uns verwandeln. Affe. Die beste Verwandlung. Kann zwar nicht einfangen, aber... Ja. Cool ist er. Hey! Was geht? Boah, so ein Playboy-Hase da. Und Interviewer. Oh, sie sind vom Playboy. Der Hase. Oh, sieht man nicht alle Tage. Aber jetzt ist er schon wieder weg, denn er hat noch einen Arzttermin. Und tschüss, Mann. Und Styler. Was geht mit dem denn ab? Der Playboy-Hase. Ziegenfürst. What the fuck? Ziegenfürst. Der Ziegenfürst. Mann, komm doch her. Was ist denn dein Problem? Sonst dreh ich gleich durch hier. Kennt ihr schon den Gotcha-Man? Sonst werdet ihr... Okay, ihr kennt jetzt den Gotcha-Man, ihr Spasten. Ja, klar. Sehr professionell, wie ich es wieder mal... Yes, tschüss, Mann. Erstmal benommen machen. Ne? Was wollt ihr eigentlich? Zack, bam. Och, sauer oder was? Ja, sie wollten es ja nicht anders. Musste ich mich halt in Super Saiyajin verwandeln. Kann ich nicht so. Ich wurde geärgert. Ganz böse. Okay. Ganz viele Coins als Entschädigung. Können wir shoppen gehen, ne? Würde Sayaka zwar viel lieber machen, aber... Ich glaube, sie hat tot. Und nichts gegen. Plakat von Spectre. Hier solche Filmwände. Kulisse aufstellen. Ansonsten gibt's ja nichts. Ja, kurze Aufnahme, Neustart. So, geht's auch los wieder. So, wir sind jetzt in die anderen Affen. Ich glaube, die müssen alle bei Hütte sein. Alle? What the fuck? Habt ihr gesehen, wie viel da noch fehlen? Dann muss aber in der Hütte was los sein. Ist ja der Bär los. Oder der Affe. Nee, müssen alle in der Hütte sein. LOL. Na gut. Dann rein da in die chillige Hütte. Na, da ist er. Guckt euch die Werte an. What the fuck? Fast alles voll. Das ist natürlich Spike aus Ape Escape 1. Seht ihr ja, ne? Die
Frisur. Boah, willst du mich langweilen? Diese speziellen Affen, die möchte ich nicht mit Dingens fangen, mit Verwandlung. Die sind so schön anspruchsvoll, ich will mir nicht die Challenge nehmen. So, erstmal diese Assis ausschalten. Den kümmern wir uns um den guten Spike kümmern. So wie ich ihn jetzt mal nenne. So, der legt Bananenschalen, muss man echt aufpassen. Ah, fucking. Du bist echt fies, so ein richtiger Jumper. Kennt man ja von Spike. Oh Gott. Oh Gott. Mann. Yo, jetzt reicht's mal. Jetzt gebe ich dir auch was auf Mütze. Ja, und tschüss, Mann, Kagero. So heißt der im Japanischen. Aber wir kennen ihn alle als Spike. Yo, oh, Playboy Hasen Number 2. Ich dachte, die kommen erst. Wissen Sie, wie ich zur Affenstraße komme? Hier gibt's die auch schon. Miss Boo. Lol. Paper Mario 1. Lady Boo. Mann, jetzt geh doch rein, Mann. Ich will dir auch nichts tun. Ich will dir auch nur Bananenentzug verschaffen. Muss die Bananenentzugstherapie nehmen. Hat ein Arzt verschrieben. Dr. Holiday. What the fuck? Eine Jacke N1. Das war echt gut. Mhm. Hier ist auch geil, wie sie da mit den Bananen arbeiten. Sehr interessant. Die Uhr. Anstatt ein normales Pendel, einfach so eine Banane. Oh, der Pentaurm. Du Penner! Geh unter die Brücke! Spiel wärst du richtigen Penner und nicht so einer, du Schlafmütze. Oh Mann, du bist hier genauso schlimm wie ich. Naja. Schlaf auch mal ganz gerne aus. So. Drin ist er. Auch 100%. Das war echt nicht schwer, es wird noch schwer. Ah, ich glaube, das geht ganz locker flockig voran. Eins machen wir noch, nicht Burg. Oh, die Burg, die Burg. Chris de Burg. Das wird jetzt echt crazy. Es wird super schwer, ich sag's euch. Da ist der schwerste Affe vom ganzen Spiel. Ja, in der dritten Welt. Ja, tschüss. Ich weiß noch, wo das Secret ist. Welche Überraschung. Wo weiß ich das nicht? Nein, manchen Welten vielleicht, aber zu 90% weiß ich's. Oder sagen wir sogar zu 95%. Oh, was willst du, blöder Hammertyp? Das sind mir die Hammerbrüder bei Mario lieber, Stier. Dreckskerl. Du auch, Mann. Ich bist genauso unwillkommen. Du auch. Einfach alles umbringen, was Satoru beim Weg läuft. So ist er. Satoru in Japan auf die Straße geht, ne? Einfach mal alles umbringen. Gesuchter Verbrecher, ne? Aber jetzt muss er die Affen einfangen. Oh my goodness, war hier nicht sogar schon das Versteck oder bin ich jetzt blöd? Checken wir das mal ab. Auf jeden Fall war es. Ich glaube, hier war es noch nicht. Jetzt bin ich verunsichert. Nein, hier war das nicht. Höchstens hier hinter. So viel zu, ich weiß noch alles. Nee, aber ehrlich. Nee, nee, hier war es nicht. Können wir da noch rein? Okay. Keine Zeit verschwenden. Nicht so, dass ich es eilig hätte oder so, aber. Warum soll man es machen? Und hier kann man am besten Geld farmen. Ich weiß nicht, wo waren das hier? Die ganze Chance gießen. Ach nö. Ach so, ist hier schon aus. Sonst hätte ich gedacht, sollen wir den Ritter nehmen? Ja, hier war das, genau. Hier kann man am besten das Geld farmen. Dreckskerl. Wo ist denn der andere? Oh, ne, der macht ja neue. Achso, der macht die anderen. Ne? Die sind nicht so gefährlich. Hammertyp, du. Stirb. Ah, nur Morph-Energie. Aber hier ganz viele Schätze. Oh, yes. Ich schätze, diese Schätze sind sehr schätzenswert. Ihr kennt den Gag. So. Aber es ging doch. Da kann man echt ganz gut Geld machen. So, weiter geht's in diese Castle. In der Burg. Die mittelalterliche Burg. Hier war das ganz klar. Ich wusste, dass es im Garten ist. Di-do. Ihr seht schon die Banane, aber es war auf der anderen Seite, gell? What the fuck? Wo ist das?
Weißt du, was es hier war? Ja, gut. Tür geht auf. So, hier ist die schwerste Affe vom ganzen Spiel drin. Ja, noch nicht hier, aber pass mal auf. Denn es gibt hier noch ein Secret Exit. Dreckskerl, blöder König. König der Verrückten. So, dein Ritter ist mal weg. Jetzt hast du keinen mehr, den dich beschützt. Auch nicht der Kameramann. Ah, scheiße, ne? Ohne Soldaten. Double des Königs. Hey, echt ein König, aber noch gar nicht gesehen. Hatten wir damals schon die Affen zusammen und wurden aus dem Level geschmissen. Oh, Doppelprinzessin oder was? Double Prinzessin. Das wäre jetzt lustig. Na, come on, Mann. Versteck dich nicht. Ich will dich nur vergewaltigen. Ja! Mann, bist du dumm oder so? Zack, Morgan. Morgana. Es gibt nicht nur die Morgana von League of Legends. Es gibt ja auch die Legende von King Arthur. Und ja, die Hexe Morgana halt. Merlins Nemesis praktisch. Merlins Gegenspieler. Das ist, denke ich, die eigentliche Morgana. Okay. Zack. Boah. Hier gibt's nicht so viel, aber jetzt, der ist schwer. Ich gebe mir die persönliche Challenge und will den nur mit Gadgets besiegen. Zwille noch ein. So, jetzt sind wir gerüstet. Der schwerste vom ganzen Spiel folgt jetzt. Gladiator. Da ist er. Guckt ihn euch an. Was der alles kann. Vergesst den für euch nochmal. Alles voll. Affe 1000. Das ist der Lende. Spost. Daumen hoch, wer am 30.04. Geburtstag. Der beste Affe vom ganzen Spiel. So, ich bin gespannt. Ja, Tick Dead. Der braucht ganz viel Treffer und kriegt hier Verstärkung von diesen Säcken. Aber mit Spritreifen ist man ganz gut dabei. Oh, wie er immer abgeht. Den Laser muss man auf jeden Fall ausweichen. Die treffen uns auch mit Sprintreifen. Rakete. Ah, seht ihr? Und der nimmt gleich den ganzen Keks weg. Der Dreckskerl. Oh, stirb. Haben wir wieder einen. Zack. Die ist auch down. Will noch gerne einen Keks haben. Na gut. Ah, dead. Seht ihr, wie viel der aushält? Der ist nicht mal ganz echt, der Typ. Der Entwickler war noch ein bisschen verrückt, so einen starken Affenzähl rein zu bringen in dieses Spiel. Aber ich finde das okay. Ich finde es echt super. Ah, lauf doch nicht mal weg. Flieg doch nicht weg. Was auch immer. Oh, der hat gesessen. Ah, Dreckskerl. Dreckskerl, du. Okay, du wolltest die harte Tour. Du wolltest es ja nicht anders. Ich wette, er out mich. Fucking! Brauche jetzt einen Keks. Ich fühle mich so unsicher ohne Keks. So, zack. Also ohne diese Typen ist er echt doppelt so schwer. Ohne Keks. Nachschub ist nicht so geil. Mann, du Dreckskerl. Mach doch nicht den Laser, wenn ich gerade ankomme. Wie asozial der ist. Jetzt hat er uns gleich. Nein. Nein, Satoru, du Spurst. Oh, war das knapp. Was geht das? Wo ist er? Ja, wo ist er denn? Da. Hau mal raus. Kannst nicht auf dein ganzes Leben lang weglaufen hier. Was ist das? Das kann doch nicht der Sinn deines Lebens sein. Nur hier rumzufliegen. Ist noch nicht mal ein Bullen in der Arena. Stierkämpfer halt. Obwohl, der ist ja nicht rot. Der Bulle wird den sowas vor ignorieren. Oder der Stier, wie man es auch sagen möchte. So, jetzt einfach Bulle. Bulle von Tölz. Mann, jetzt bleib doch mal stehen. Bam! Und nochmal, was so schön war. Yes, er hat sein Equipment verloren. Kann nicht mehr fliegen. Phase 2. Bam! Och, ist er nackt. Och. Oh, das tut mir aber leid. Oh. Stripper. Jetzt kannst du in den Stripper-Club gehen, aber ich weiß nicht, ob die Girls da drauf stehen. Komm her. Come on.
Bitch! Mann, wie jetzt hüpft. Oh, ich find's cool. Boah, der geht aber doch ganz schön ab für einen nackten Stripper-Affen. What the fuck? Gay? Och, Lichter. Ah, für Tausend ist im Netz. Schwerster vom ganzen Spiel. I liked it. Zwei fehlen noch, die sind im Schloss. Ganz oben im Schloss. Der eine ist der King. Und der andere Affe, weiß ich gar nicht. Wir nehmen mal wieder unser Standard-Equip rein. Propeller. So. Ne, da ist noch nichts. Wir müssen wieder ganz hoch. Das wäre jetzt interessant. Ich weiß echt nur, wo der eine Affe noch ist. Das ist nicht ganz am Ende. Das ist der King. The King of Kings. Ach so, da hängt einer an der Lampe. Die habe ich auch ganz vergessen. Na gut, wir kriegen das schnell runter. Wir holen uns jetzt wieder einen runter, ne? Bäm! Oh, tschüss, Mann. Och, das war aber keine sanfte Landung. Cliffhanger. Oh, geil. Das ist wieder der Ape Escape Humor. Mach ich gleich auch einen Cliffhanger nach der Affen. Danach beende ich den Part nach dem King. Stirb! Dreckskerl. Blöder Hammer Bro. Geh doch nach Mario zu der Hammerbrüderin. Oh, den können wir auch noch filmen. Schon wieder zu viel gesoffen. Hangover. Ich tanze schrecklich. Weil ich besoffen bin. Na gut. Fangen wir einen besoffenen Affen, einen besoffenen King. Sollte nicht allzu schwierig sein. Jetzt beim First Try. Komm her. Beim First Try. Na, okay, dann halt nicht. Aber Second Try. Solo-Affe. Heißt aber nicht König, obwohl der andere Affe Double des Königs hieß. Oder Double. Was auch mal aussprechen möchte. Ich sag lieber Double. Gute Arbeit. Piu, 16 Affen. Und wieder geile Musik. Muss ich wieder zu sehr abgehen. Okay, Freunde, so war's wieder mal. Jetzt wisst ihr, was in der Zukunft auf uns wartet. Nämlich mit Affen-Kostümen, alte Level zurückkehren, alle Affen fangen und die Secrets aufdecken. Also, falls es euch gefällt, gebt einen Daumen hoch. Also, sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal und bis dann und ciao, macht's gut.